Willkommen zurück. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Entschuldige, Dad. Trixie? Ja? Wegen Artie McFly. Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Also, ich glaube, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Was? Du meinst, Kit bricht sein Versprechen? Ja, genau. Oh nein. Armer Artie. Der arme kleine Artie. Ich weiß. Kit, diese Schlange. Er darf damit nicht davonkommen. Werden Sie die Beweise aushändigen, die Sie gegen ihn haben? Und ob ich das werde? Sieh mal her. Moment. Welche Beweise hast du, dass Kit Artie umgelegt hat? Das ist nur so ein Gefühl. Auf dein Gefühl kannst du dich allenfalls auf der Rennbahn verlassen. Mach mich nicht verrückt wegen ein paar Gerüchten. Ich habe mit Kit gesprochen. Oh? Er hat mir von Artie erzählt. Oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kit ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kit habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Toi, toi, toi. Danke. Hey, Barkeeper. Was darf sein? Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein... Wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Trixie? Ja? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen.
solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Callahan. Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Ich weiß nicht. Normalerweise geben sich die Valentis nicht gern mit Verlierern ab. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti-Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Der kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Irving Kid Tennant. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tennant und Doc bei Herbert Hoover sind, Einie. Okay. Ich prüf das mal. Ein Knopf? Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Callahan, was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tennant, sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben! Achtung! Geben Sie auf, Tennant. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tennant sagt, dass es vorbei ist. Gefallen und stirb, Ratte! Es ist doch... Wow.
Kopf. Das ist für dich. Hey, Kid. Friss Blei, Schwindler. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Niemand legt sich mit... Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Rat! Hey! Braves Mädchen. Na los, Kid. Hey, Kid! Waffe. Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh Mist. Er entkommt. Oh nein. Ja, nein. Da, so gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgüte! Kein Scherz. Versuch, Kid, in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Sie ist einfach nicht wie ein... Hey! Da drückt drauf! Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns an den Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Ja. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast. Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennant gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. An der Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich wohl etwas aufbauen. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig.
haben alles unter Kontrolle. Doc? Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you?